Moin moin Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Ja, lange ist es her, dass ich euch mal wieder mit ein paar Informationen versorgt habe. Aber Leute, heute was richtig Geiles. Ich denke, der eine oder andere von euch wird sich freuen. Und wenn ich die Infos rausgehauen habe, wird der eine oder andere auf jeden Fall sagen: Ja, ist denn heute schon Weihnachten? In diesem Sinne will ich euch gar nicht lange warten lassen. Ihr seht schon, ich habe mich hier heute mal vor meinen Greenscreen gesetzt, den ich jetzt ja seit ein paar Tagen habe. Wenn man den schon mal hat, dann muss man das auch mal nutzen, habe ich mir gedacht. Und ja, wie gesagt, kommen wir zu den Informationen, Leute. Ihr alle kennt das, vor der Gamescom gab es immer traditionell von mir so ein paar Shirts, ja, die ihr euch dann kaufen konntet. Ich habe die immer bei eBay angeboten. Und dann habe ich die T-Shirts selber bestellt. Ich bin zu meinem Nachbarn gegangen, habe die selber bedruckt, habe die dann bei einer Post abgegeben und. Das war immer ziemlich stressig und man konnte die T-Shirts dann immer nur so für ein bis zwei Wochen in einem ganzen Jahr bestellen. Und in letzter Zeit kamen immer wieder die Fragen so: Grants, wann gibt's mal wieder Shirts oder wo kann man die holen und so weiter und so fort. Und dann ist der gute Fisk auf mich zugekommen, ihr kennt ihn ja alle von TTT. Und der arbeitet ja bei dem Huma J quasi, die haben so ein Elbster heißt die Seite, die haben so ein kleines Web-Business oder wie auch immer man das nennen möchte, die machen auch mehr als nur das. Auf jeden Fall, diese Elbster-Seite gehört mit zu den Jungs von der Huma J Crew und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt: Grants, pass mal auf, wir können uns darum kümmern, dass wir so ein bisschen T-Shirts und so weiter bedrucken und mit und so weiter meine ich, oh, es gibt so viel inzwischen. Was gibt es denn aktuell alles? Es gibt jetzt, glaube ich, Kissen, es gibt Taschen, es gibt Tassen, es gibt ja die Shirts halt, es gibt Pullover, Mauspads und. Ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Den Link natürlich haue ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Und da sollt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr denn ein Bundesgrenzschutzshirt haben wollt. Aber, und jetzt kommt's, natürlich gibt's jetzt nicht nur dieses Bundesgrenzschutz-Shirt. Nein, es gibt noch zwei andere Designs, einmal mit Grants, einmal mit Boster. Ihr solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen, vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Und dann wird es ab sofort dauerhaft die T-Shirts dort in diesem Shop geben. Also, vielen Dank nochmal an Fisk und die Jungs von Huma J, dass die sich jetzt darum kümmern. Jetzt muss ich nicht mehr ganz so viel machen, ich muss mir nur neue Designs ausdenken. Ich habe im Kopf habe ich schon so mega viele Sachen, die ich gerne machen würde, aber ich bin halt mega unkreativ, beziehungsweise was ist unkreativ? Ich kann einfach nicht zeichnen oder sowas, deswegen, ja, muss ich mal schauen, wie ich die ganzen Designs so umgesetzt kriege und, oder ob ich mir da Hilfe hole und inwiefern sich das dann lohnt, weil wenn ich irgendjemanden hole, der die Sachen für mich zeichnet, will er wahrscheinlich Geld haben und wenn ich dann, weiß ich nicht, 100 Euro für so ein Design bezahlen muss und, keine Ahnung, verkaufe am Ende 5 T-Shirts, dann hat sich das nicht so ganz gelohnt und dann habe ich quasi auf meine eigenen Shirts drauf bezahlt, das wäre ziemlich blöde. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das alles handhaben werde. Aber das werden wir auf jeden Fall in Zukunft sehen, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall mal gerne in den Shop gehen, ich würde mich freuen. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Vielleicht wollte der ein oder andere sowieso schon immer mal ein Bundesgrenzschutz-Shirt haben. Und jetzt hast du die Chance, es zu kaufen. Und zwar ohne eBay, ohne PayPal. Du kannst auch mit anderen Zahlungsmethoden dort auf dieser Seite bezahlen. Und das ist einfach ein weiterer Vorteil, weswegen ich gesagt habe, ja komm, macht ihr das mal alles. Die kümmern sich um Vertrieb, die kümmern sich darum, dass die Produkte vernünftig sind. Die kümmern sich darum, dass ihr die Produkte notfalls, falls sie beschädigt sind oder sonst was, auch zurückgeben und umtauschen könnt. Die kümmern sich einfach um alles, wofür ich eigentlich nicht so wirklich die Zeit habe. Und deswegen kann ich jetzt dauerhaft diese Shirts dort in diesem Webshop anbieten. Also auf elbster.de, schaut vorbei. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch Shirts von anderen Leuten. Jetzt mit mir neu in den Shop rein sind, meine ich, der gute Goro und Nefias und der Sachse, Manus, Nancy, Dalu, ich glaube Liquid, die verkaufen sowieso schon ihre Shirts über den Shop. Also, wenn ihr Interesse an T-Shirts von Troubletown habt, dann schaut dort auf jeden Fall vorbei und jetzt auch mit den Grants-Shirts. Also, was kann Schöneres geben, Leute? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in-game. Heute Abend nicht. Heute Abend werde ich nicht streamen, denn heute Abend habe ich leider keine Zeit. Morgen Abend habe ich auch keine Zeit. Das heißt, es wird erst am Sonntag wieder ein Stream geben. Ja, aber wenn ich heute streamen würde, dann würde XCOM wahrscheinlich morgen oder übermorgen nicht kommen und ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Also, wir sehen uns in-game, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönes Wochenende euch allen. Haut rein. Ciao, ciao.